Hi Leute, heute gucken wir uns noch das Event Strudel nach Steuerbord volle Fahrt voraus an. Und zwar fangen wir mit einem Video über Kapitänsfertigkeiten an dem ersten. Ich war gestern so Matsche, da ging einfach nicht noch ein Video zum Event. Und ich fand, das Event rannte auch jetzt nicht weg, deshalb kommt das erst heute. Ihr könnt oben auch auf das Fragezeichen gehen und noch eine Erklärung bekommen. Ihr müsst es halt starten an einem Herausforderungspunkt. Ihr müsst solche coolen Taler einsammeln. Ihr habt solche Wasserstrudel und gelben Punkte, die euch mehr oder weniger Geschwindigkeitsschubs geben und dafür sorgen, dass ihr dauerhaft schnell durchfahren könnt. Und es gibt solche Türme mit Gegnern drauf und wenn ihr die zerstört, bekommt ihr wohl extra Taler. Ich habe das gestern schon mit 30.000 beim Stream gemacht. Aber ich mache es jetzt heute nochmal extra für euch, um es euch kurz zu demonstrieren. Und zwar ist das erste Ding hier oben nördlich von der Ruineninsel, wo es die drei Berggipfel-Quests gibt. Und wir gehen mal rein. Da direkt neben dem, also da ist der Teleporter, da ist der Wellenreiterrufer, hier ist der Punkt. Die Richtung, in die ihr fahren müsst, wird euch halt durch diesen Wind angezeigt auf dem Wasser und wir starten durch. Let's go. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich übrigens nicht die Regeln gelesen. Und deshalb habe ich zum Beispiel nicht den Turm abgeschossen. Hier fahrt ihr die rechte lange Route, einfach nur um diesen Helichel-Turm zu machen. Ich weiß nicht, ob man alle Sachen zerstören muss, aber ich kann sagen, dass ich gestern auch mit 11 Münzen komplett durchgekommen bin. Und hier habt ihr jetzt einen Windschub. Heißt Leertaste und raus. Müsst gucken, dass der euch hochnimmt. Und ihr müsst so ein bisschen mitschwenken, sonst gibt das nichts. Und vielleicht nicht, wie ich gerade, an die Wand glitschen. Jetzt haben wir alle 13 Stück, wie ihr seht. Haben noch 1,50 Zeit. Nicht optimal genommen, aber ich glaube, das reicht für eine 30.000 plus Punktzahl. Guckt mal, war sogar ein neuer Rekord. Nicht von der verbleibenden Zeit, aber ich habe halt alle Münzen diesmal gemacht. Und dann klickt ihr auf Herausforderung beenden. Geht nochmal auf die Aktionsdetails drauf. Auf den zweiten Teil drauf und geht hier jeweils auf Bronze, Silber und Gold. Ihr müsst alle einzeln einsammeln und sammelt die drei Sachen ein. Und wenn ihr die eingesammelt habt, seid ihr durch für den jeweiligen Tag. Und das war es jetzt auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact oder auch zum 1.6 Patch und dem Goldapfel-Archipel sehen wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten sage ich jetzt mal, bis gleich im nächsten Video, weil ich mache jetzt noch im Anschluss eins über die fischige Meeresbrise. Bye, bye.